Alles klärchen, dann geht's jetzt weiter hier mit. Okay, Windstärke 5. So, einen habe ich jetzt getroffen. Oh ja, ich habe den Baum unten getroffen. Das ist doch mal eine geniale Nachricht. Jetzt muss ich noch das Fass da treffen, um einen zum Brennen zu bringen. Aber das kriege ich auch noch hin. Ja, toll, weißt du, du hast mir gerade die halbe Hütte weggesprengt. Ist aber nur meine Deckung, von daher ist das nicht ganz so wild. Dann mit 3 Gegenwind ein Stück höher gezielt. Oh! Verfehlt. Nicht so schön, aber was soll's? Ja, ich bin tot, ich weiß, ich weiß. Oh, Okay. Na gut, jetzt ist meine Nummer 2 dran. Mal sehen, ob der da hochkommt. Nein, war klar. Aber wir sind ja sportlich und probieren es einfach noch einmal. Gehen wir nicht so schnell auf. Ja, ist gut, du Nervensäge. Wow, verflucht. Habe ich mich gerade. Nein. Ich dachte schon, ich hätte mich hier noch im Flug. Ah. Okay. Baby, do you remember me? Wow, sehr schön. Wow, und ich habe den nicht. Verdammt, ich habe was vorhin getroffen. Noch einen Baum oder sowas. Ah, was ein Mist. Ah, schön, der ging vorbei. Jetzt ist Nummer 3 dran. Die TJ ist dran. Da probiere ich doch jetzt einfach mal da hinten zu treffen. Und das Fass wurde getroffen, noch ein Stück weiter, noch ein Stück höher. Und ich treffe den irgendwas Idiot. Ja, Village Idiot. Village Idiot. Oh, da kann ich gleich zwei treffen. Das ist doch mal sehr schön. Aber Shinigami ist dran, da komme ich nicht so gut in die Ecke da rein. Oh. Okay. Von wegen, ich komme nicht so gut in die Ecke da rein. Das war die Treppe. Aber das nächste Mal treffe ich. Naja, auf jeden Fall habe ich das nächste Mal die Treppe nicht mehr im Weg. Das bedeutet, ich kann ohne die Behinderung der Treppe da einen runterschießen. Außer die würden jetzt einen von mir treffen. Aber das tun sie nicht. Glücklicherweise. Wo bin ich denn jetzt? Ach so, hier oben. Sehr schön. 5 Abweichungen. Oh Mann. Auf jeden Fall muss ich sie gut erwischt haben. 28. Ja, einer ist tot. Den zweiten kriege ich auch noch. Der muss ja nur einmal falsch laufen. Und dann landet er im Wasser. Aber ich glaube nicht, dass er so doof ist, ja. Oh-oh. Das gibt nichts Gutes. Nein, 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 nein. Das geht ins Wasser. Ja, das ging ins Wasser. Ja, was mache ich denn da jetzt am besten? Village Idiot. Ist das der Dorftrottel? Oh oh, ich glaube, ich habe ihn nicht richtig getroffen. Oh doch, ich habe ihn getroffen. Sekunde mal, er hat noch 24 Leben. Das ist nicht schlecht, dass ich den jetzt getroffen habe. Okay, ja, Pepper, den hat er erwischt. Ja, ich bin jetzt mit Shinigami dran, da kriege ich Dimworm. Ey, haben die jetzt alle hier so Idiotennamen oder was? Sehr schön, zumindest habe ich ihn getroffen. Hatte ich nicht gedacht. Ach, stimmt, der stand ja da drauf. Ja, jetzt. Okay. Auch das könnte ins Auge gehen, das könnte ein guter Treffer werden. Boah, Glück gehabt mit der Leitung. So, wie kriege ich jetzt. Nein, falsche Richtung. Wie kriege ich jetzt da meinen Gegner? Sekunde mal. Wieso denn nicht? Dürfte doch funktionieren. Nach 10 Sekunden habe ich noch. Ich denke mal, das kriege ich noch hin. Baby, do you remember me? Oh, oh, oh.
Oh, und er landet direkt bei dem anderen. Nein. Oh, Pepper landet bei ihm. Oh, das war ein glatter Selbstmord. ja, wie gesagt, geringe Verluste dürfen hingenommen werden. Aber wieso dürfen nicht mehr als zwei Leute von mir sterben? Ja, also jetzt wissen wir, es dürfen nicht mehr als zwei Leute von mir sterben. Komische Sache. Nein, ich fange nochmal von vorne an. Ja, da sind wir schon wieder und diesmal springe ich hoffentlich auf den Pfosten und nicht wieder daneben. So, mal sehen. Sie dürfen nur maximal einen von uns erwischen. Könnte eine schwierige Aufgabe werden. Vor allem, da ich mich so gerne erwischen lasse. Oh oh. Naja, gut, ich bin gut rübergekommen und gar keine Probleme. Okay, das muss ich mir merken fürs nächste Mal, einfach keinen Selbstmord begehen. Dann komme ich da auch besser durch. So, meine Nummer 2 geht jetzt, wie gehabt, hier oben hin. Nummer 2 ist Pepper, glaube ich. Und da nehme ich einfach das Springseil und... Ja. Ach nee, TJ ist meine Nummer 2. Stimmt ja. Haha, Pepper ist Dritter. So rum war das. Nun ja. Hey. Sehr schön. Ja, hier. Pepper bleibt erstmal hier. Ist eine gute Ausgangssituation. Da kann man immer schön draus was machen, so hin und her springen und so was. So, jetzt sind beide auf Position. Jetzt fehlt nur noch der dritte. Und das heißt, Kiste nehmen. Weiter hoch. Und am besten in den... Nee, Sekunde. Ich habe ja noch genug Zeit. Stimmt ja. So, Bazooka nehmen, zielen und schießen. Und dann am besten... Oh, ich habe drüber geschossen, glaube ich. Verflucht. Wieso habe ich drüber geschossen? Boah, das war ein Anschlag auf meine Nummer 2. Ich hoffe mal, das wirkt sich jetzt nicht so unbedingt negativ auf mich aus. Alles klar. Ach nee, So, dann probier es jetzt einfach hier oben. Ja, den hat es ordentlich getroffen. Ich glaube, der ist auch weg. Ja, der ist weg. Das heißt, erste Gefahr schon mal aus dem Weg geräumt. Oh, jetzt kommt wieder die gefürchtete Splittergranate. Scheint aber nicht zu treffen. Ach doch, da war ein Fass. Hier sind ja überall Fässer, das ist so nervig. Aber okay, solange ich jetzt gleich mit TJ da wegkomme, dürfte das passen. So. Ha, weggekommen. Okay, beim nächsten Treffer, da wird er sich verabschieden. Zumindest mal in eine andere Richtung. Au, 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 au. Das könnte auf... Ach, das geht auf TJ. Schade. Aber bei 101 Leben... 101 Leben, nicht 101. Ja, ist das okay. So, dann schieße ich diesmal nicht drüber. Schieß wahrscheinlich zu früh. Obwohl, hoho, der war nicht schlecht. Und ich habe beide erwischt. Nicht schlecht. Okay, was macht er? Okay, was war das?